So, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Forellenfreunde. Hallo und herzlich willkommen zum Livestream Mittwochabend. Leider nicht ganz 20 Uhr geworden, aber immerhin fast. So, das sind wir. Entschuldigt bitte die leichte Verspätung, aber wenn das Telefon klingelt und der Chef noch um kurz nach 8 anruft wegen ein paar Sachen, dann muss ich eben auch mal der Stream um ein paar Minuten verschieben. Ja, deswegen, bei uns sind jetzt alle momentan ein bisschen in Aufruhr im Job. Ja, geht an die letzten heißen Tage. Heute tatsächlich in einer Woche endet mein Job in der Firma, in der ich noch angestellt bin. Und dann gibt es die gesamte Firma nicht mehr und jetzt Restarbeiten und die letzten Sachen, die dort noch zu regeln sind und sehr interessant. Also ich kann euch nur eins empfehlen, wenn ihr mal was richtig Interessantes sehen wollt, richtig Interessantes sehen wollt, dann macht mal so einen Liquidationsprozess, Firmenauflösung von einem Unternehmen mit, von einem mittelständischen. Das ist hochinteressant. Kann ich euch nur empfehlen. Ist zwar nichts für schwache Nerven, aber ihr lernt auf jeden Fall was fürs Leben. So, erstmal Prösterchen, ihr Lieben. Ist ja doch ein bisschen heißer aktuell. Ich glaube, mir im Büro sind es fast 30 Grad noch. So ist es leider. So. Und da sind wir. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange, denn ich habe heute auch leider nicht die volle Zeit für den kompletten Stream. Wir werden leider etwas früher wahrscheinlich enden müssen. Ja, die Sachen, die da bei uns anstehen, wie gesagt, eine Woche noch Stress, dann war es das. Ergo, wenn wir uns nächste Woche zum Stream hören, war es das Ganze. Ich habe wahrscheinlich mit dem Thema so ein bisschen dann auch abschließen können. Und da kann es sein, dass mich nur noch jemand bis Ende Juni anruft. Aber dann habe ich Urlaub. So. Jetzt gucken wir erstmal rein, wer ist überhaupt alles im Stream? Wer ist heute alles mit dabei? Wir gucken mal rein. Alex M89, Business Daddy, Carbon 14XYZ, Krisa 82, Commander Root, DK Fishing, Dot Klett 10, Fishing Matti, Fishingman Dennis, Frank Forelle, Hankel Brink Tobias, nee, Hucke Brink Tobias, Entschuldigung. Marky MFH, Marcel Fishing, Martinuel Fishing, Mike 08 0603, so rum, Micha 5458, Paul Trout Area, Show Me Angels, Trout Fan 69, Trout Hunter UK, Schwiebel und Uwe, ja. So, und bevor der Stream überhaupt richtig angefangen hat, bevor wir überhaupt richtig Gas gegeben haben, hat der Micha nochmal rein abonniert mit einem Prime Sub. 6 Monate schon am Spart. Schon am Start. Vielen lieben Dank, mein Freund. Und Tutti Trutta auch nochmal mit 100 Bits reingecheert. Vielen, vielen, vielen Dank. So, heute mal ein bisschen was anderes an. Nicht das normale Shirt, wie ihr es kennt, sondern mal gucken hier. Guckt euch das an. Ihr, ähnlich wie ihr es aus dem Video schon gesehen habt, aus dem Q&A-Video von mir. Hier schön Anton Spezial drauf. Auf dem Rücken. Ups, auch nochmal ein groß Anton Spezial drauf. Und hier auf dem Arm schön auf mich gebrandet hier. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Ja, Wollo, da ist es. Vom Max. Also heute mal schöne Anton Spezial-Shirt. Kann ich jedem von euch nur wärmstens empfehlen. Wird es demnächst auch bei Easy Online im Shop zu kaufen geben. Gibt es aber auch, wenn ihr eine etwas größere Bestellung absetzen solltet im Shop, ja. Euch zum Beispiel eine Rute und eine Rolle und ein bisschen Schnur und sowas zum Beispiel kaufen solltet, dann könnte es vielleicht passieren, dass so ein Teil bei euch in der Bestellung dabei liegt. Immer auf deinen Platz ein. So, entschuldigt bitte, aber man sieht es auch an meinen Augen. Ich bin Allergiker und bei diesem Wetter, die Pollen hauen voll rein, gerade heute wieder. Allergietablette ist schon drin, aber trotzdem geht's volle Pulle los. Dennoch ziehen wir das heute Abend vernünftig durch. Wie gesagt, alles nicht so gut. Ha, Dot Klett 10, diese Muskeln, Hilfe. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Ah.
Ja. Deshalb, das zur Info, deswegen heute mal, wie gesagt, nicht das normale Jara-Shirt, sondern mal das schöne rote T-Shirt. Ich habe das, wie gesagt, einmal in Rot und einmal aus dem Video, wie ihr es kennt, eben in Schwarz. Beide sehr, sehr schön gearbeitet. Sehr hochwertig, wie gesagt, bei jeder größeren Bestellung könnte so ein Teil bei euch drin liegen. Natürlich keine Garantie oder Gewähr. Ich kenne auch den Mindestbestellumsatz dort nicht oder so. Ihr wisst es, das ist immer alles auf Vertrauen und ja, auf die Jungs da vom Easy ein bisschen geroutet und da wird ein bisschen geguckt. Wie gesagt, die Vorgaben, oder ich kenne die Vorgaben da nicht, oder da gibt es, glaube ich, auch gar keine Vorgaben. Weshalb? Aber Leute, wir haben noch ein paar richtig coole Sachen zu besprechen und zwar viele haben darauf gewartet, viele haben mich gefragt, viele musste ich vertrösten. Und das Warten hat ein Ende. Und zwar sind meine Sortimentsboxen endlich wieder beim Easy im Shop verfügbar. Ich kann es euch gerne gerade mal einmal zeigen. Zack, da sind sie. Also ihr geht ganz normal hier unter weitere Köder, Gummiköder, Trautjara und dann hier unten auf, ups, Sortiments. Meine Güte. Sortimentsboxen. Und dann quasi auf der Seite 2 findet ihr die Max-Spezialboxen. Das sind tatsächlich meine Boxen, die ich mir so gepackt habe. Mit den Farben, die ich quasi immer am Teich mit dabei habe. Wer mal sich meine Videos genauer anschaut oder die Sequenz nicht anschaut, wo ich quasi in meinen Angelkisten kram, in meinen Köderboxen. Das sind exakt, oder das hier vielmehr, das hier sind exakt die Boxen, wie ich sie auch fische, sprich genau die Farben, die ihr braucht. Eine Box einfarbig, 12 verschiedene Farben, ja, und eine zweifarbige Box. Ich habe das immer so gepackt. Ich habe 12 Farben. Einfarbige in der Meho 3010, das ist die Kiste, die hier mit dabei ist, und eine zweifarbige Box, das ist quasi die. Da kriegt ihr alles, alles, was ihr braucht, vom Mirax in diesem Fall. Nicht wundern, die Boxen habe ich für mich auch privat so gepackt, dass ich quasi in jedem Fach immer ein paar Mirax 50 und Mirax 70 drin habe. Das heißt, je nachdem, welche Ködergröße die Fische eben haben wollen, meistens ja im Sommer etwas kleiner, sprich Mirax 50, meistens im Winter oder wenn ihr weiter raus müsst, etwas größer, sprich den Mirax 70. Und ihr habt trotzdem von jeder Farbe beide Varianten, also 50er und 70er in einem Fach. Beides selbstverständlich in Bubblegum und mega. Oh, Mike0603. Hiermit danke an Max für den Kanal. Ach, ich habe zu danken, dass ihr euch jeden Mittwoch hier die Zeit mit mir vertreibt, mir zuhört, meine Videos schaut, liked, teilt, kommentiert, hier seid. Ich kann es immer nur wieder sagen, ich habe die beste Community der Welt. Deswegen, nicht ihr solltet mir danken, ich sollte euch danken. So gehört es sich da. Und Steph79 auch nochmal 100 Bits rausgeschallert. Fühl dich gedrückt, mein Freund. Vielen Dank. Und Micha5458 auch nochmal hinterher. 300 Bits. Vielen, vielen Dank, Micha auch hier. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Wie gesagt. Sortimentsboxen vom Mirax sind jetzt wieder verfügbar. Das heißt, wer sowas haben möchte, kann zuschlagen. 79,99. Insgesamt 12 Farben, ja, pro Ködergröße. Jeweils von den Mirax 70 3 Stück pro Farbe, von den Mirax 50 4 Stück pro Farbe. Bedeutet, ihr habt ja knapp 100 Gummiköder in einer schönen Box. Wie gesagt, in einer Meho 1200. Solltet ihr euch mal reinziehen. Wie gesagt, megamäßig funktioniert gut. Und könnt ihr ohne weiteres dort fischen, könnt ihr Spaß mit haben, könnt ihr hoffentlich ganz, ganz viele tolle Fische mitfangen. Das ist, wie gesagt, der Tipp, den ich euch da geben kann. Wenn ihr wirklich sagt, ich weiß nicht, welche Farben ich kaufen soll, ich weiß nicht, was würdest du mir empfehlen, Max? Ja, da gab es ja auch im Q&A wieder einige Fragen. Welche Köder, welche Farben fische ich denn tatsächlich liebend gerne? Da ist die Antwort. Also, wer so ein Ding haben will, zuschlagen. Gibt nicht wahnsinnig viele von diesen Boxen. Deswegen, wer eine haben will, jetzt zuschlagen.
Holgim auch nochmal mit 100 Bits dabei. Vielen lieben Dank, mein lieber Holgim. Du hast ihm übrigens gerade den Hype Train voll gemacht. Stufe 1 ist abgeschlossen. Alle, die daran beteiligt waren, Kuss geht raus an euch. Hammermäßig. Jo, also, Maxboxen einfarbig, Maxboxen zweifarbig, weil ich echt viele Anfragen kriege, auch mal bei Instagram. Max, wann gibt es deine Miraxboxen wieder? Max, wann gibt es deine Miraxboxen wieder? Da. Da sind sie, zuschlagen, megamäßig, kommen auch schön. Oben auf der Oberseite nochmal schön mit einem Max-Aufkleber drauf. Also wirklich lecker, wirklich schön, kann ich euch nur empfehlen. Dann, was reingekommen ist, wo viele von euch gefragt haben, wann kommt das endlich? Ich bin ein bisschen unzufrieden und so weiter. Oh, wird gar nicht mehr angezeigt gerade. Aber unter Kleinteile, Sprengringe. Leute. Matti, Fishing Matti. Haut auch nochmal die 200 Bits raus. Vielen lieben Dank, Matti. Danke, 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 danke für die 200 Bits. Guckt es euch an, Leute. Ihr habt gefragt. Mein Sprengring vom Anton Spezial ist kaputt oder meine Sprengringe von anderen Spoons sind kaputt oder ich möchte einfach mal auf eine einheitliche Größe tauschen oder ich möchte ein bisschen was an der Qualität tun. Jetzt hier somit die besten Sprengringe, die es irgendwo gibt, von einem sehr namhaften Handwerker, von einem sehr namhaften Hersteller, nämlich Roscoe. Das ist die Nummer 1 aus Amerika, wirklich Sprengringe, die viel auch im Salzwasserbereich, im Bassbereich, ja, sprich im, ja, Big Mouse im, ja, im Bass-Bereich halt. Ich denke, viele von euch dürfen durch den Bass kennen, die barschähnlichen Kreaturen, die in Amerika ja sehr viel gefischt werden. Und in diesem Bereich ist, wie gesagt, die Firma Roscoe Platzhirsch. Jetzt hier quasi für euch dann auch im Shop jeweils zwei Größen und zwei Farben der Sprengringe, die ihr wirklich sehr gut benutzen könnt, um eure Spoons eben, ja, die Sprengringe zu tauschen oder ähnliches. Die sind wirklich von der Qualität her sehr, sehr, sehr gut. Haben wir, wie gesagt, inzwischen in zwei Größen im Online-Shop. Einmal die Größe 1.0 und einmal die Größe 1. Kleiner Tipp, wenn ihr einen Anton Spezial habt, nehmt auf jeden Fall den 1.0er mit. Ja, der ist, geht auf jeden Fall auf Nummer sicher, dass der passt. Ein 1er dürfte auch funktionieren. Ist ein bisschen fummeliger, ein bisschen frickeliger, aber ein 1.0er funktioniert zu 100%. Hier der 1er Größe 5,4 mm im Außendurchmesser. Und der hier hat, ups, jetzt habe ich mich vertan, entschuldigt bitte, wenn ihr einen Anton Spezial fischt, die Größe 1 nehmen, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt komplett bekloppt, bitte auf jeden Fall die Größe 1 nehmen, hier die Größe 1.0 mit 4,8 mm im Außendurchmesser, 6,8 kg Tragkraft und die Größe 1, 5,4 Millimeter Außendurchmesser, auch 6,8 Kilo. Das heißt, von der Tragkraft her gleich, reicht 10 Mal. Aber nehmt dann auf jeden Fall vielleicht den etwas größeren mit 5,4 Millimeter. Damit macht ihr nichts falsch beim Anton Spezial. Kleinere, filigranere Spoons könnt ihr natürlich auch eben die Größe 1,0 mitnehmen. Schwiefel hat eben noch mal kurz rein abonniert, ja, auf Ehrenanglerbasis. Vielen lieben Dank dafür, für deinen Support. Acht Morte auch schon mit am Start. Hammermäßig. Vielen lieben Dank für deinen Support. Ja, wie gesagt, weil jetzt viel gefragt worden ist, das sind, wie gesagt, megamäßige Sprengringe. 40 Stück, 4,99, absolut fairer Preis. Kann ich euch auf jeden Fall, wie gesagt, empfehlen. Ihr habt die Möglichkeit zwischen Silber und Schwarz. Schwarz ist dann eben nochmal separat beschichtet. Hält auch ganz gut die Farbe. Ich persönlich fische halt eben nur schwarze Sprengringe und auch eben schwarze Haken. Da gibt es so eine goldene Regel irgendwie, dass, sage ich mal, nur, ja, der Köder an sich, sage ich mal, glänzen, leuchten, auffallen sollte und alles drumherum, wie der Snap oder wie der Haken, Sprengringe halt eben nicht, um nicht den Fisch irgendwie abzulenken, zu spooken, dass der eben hier doch nicht beißen sollte. Deswegen, ich fische immer alles in Schwarz. So viel als Tipp von meiner Seite. Ihr seid beim Hype-Train bei 94% jetzt, dank dem Micha 5458, der schreibt, machen wir den Hype-Train voll. 94%, ihr habt noch 20 Sekunden Zeit, dann könntet ihr vielleicht die Stufe 2 schaffen. Ein bisschen was fehlt dafür noch, aber ich bin mal gespannt. Wie gesagt, jetzt noch 12 Sekunden. Ah, ich glaube, Holgim, Steph,
Mich hat sogar 1000 Bits rausgehauen. Micha, 1000 Bits. Was geht hier ab? Ey, Leute. Holgi, auch nochmal 100 Bits hinterhergeknallt. Steph79, nochmal 100 Bits hinterhergeknallt. Ah, aber ihr wart tatsächlich, ich glaube, 2 Sekunden zu spät. Ihr wart 2 Sekunden zu spät. Ihr habt den Hype Train Stufe 1 zwar rausgeknallt, aber ich glaube. Oh, es gibt neue Emojis übrigens. Guckt es euch mal an, so Hunde-Emojis, die ihr euch gerade alle verdient habt. Die sind jetzt da. Henning Rosin, auch nochmal 100 Bits. Henning. Dankeschön, vielen lieben Dank. Oh, nehmen wir das hier erstmal aus dem Bild. So, also, wie gesagt, das ist da. Das heißt, Sprengringe sind da. Die Boxen sind auf jeden Fall wieder am Start. Dann Nobs werden demnächst noch reinkommen. Nicht jetzt, aber demnächst. Ich sag mal, in den nächsten 3, 4 Wochen werden richtig schöne Nobs reinkommen, für die sagen, sie möchten halt ihre Rollen, ihre Routen vernünftig veredeln. Die Möglichkeit, wie gesagt, besteht. Da gibt es richtig geile neue Farben. Ich habe schon ein paar Bilder gesehen. Nein, die kann ich euch noch nicht zeigen. Aber sobald das Ganze angekündigt ist, sobald ich weiß, ja, die Ware geht quasi vom Zoll zum Easy und ist vom Zoll freigegeben worden, in dem Moment kann ich euch im Stream Bescheid sagen. Vorher nicht, ihr kennt es. Ja, wir gehen lieber auf Nummer sicher. Und ich kündige euch nur das an, was auch tatsächlich Phase ist. So, dann eine mega interessante Geschichte, aber da muss ich gerade die Sache mal einmal rausziehen hier. Es wird demnächst ein neues Gewinnspiel geben. Und zwar ein Gewinnspiel, das ich wahrscheinlich, muss ich mal gucken, wieder auf Facebook oder auf Instagram starten werde. Dort gibt es auch ein paar schöne Sachpreise, wird ein paar Anton Spezials zu gewinnen geben. Und zwar, ich kann das Bild euch gleich gerne mal zeigen. Oder nein, ich zeige euch das Bild eben noch nicht. Dann könnt ihr euch nämlich vielleicht ein bisschen besser vorbereiten. Das wollen wir nicht. Aber es wird eine Schätzfrage sein. Und zwar werden dort eine unbestimmte Anzahl an Spoons auf einem Tisch liegen. Und ihr müsst raten, wie viele Spoons dort liegen. Es gibt wieder wirklich, wie gesagt, schöne Antons zu gewinnen. Das Gewinnspiel werde ich in den nächsten Tagen starten. Ja, das heißt, ich bin, wie gesagt, bin mir noch nicht sicher, ob Facebook oder Instagram. Es kann sogar sein, dass es diesmal tatsächlich auf Instagram hinauslaufen wird. Deswegen, alle, die mir noch nicht folgen sollten, holt das auf jeden Fall nach bei Instagram. Max Trout Fishing, ihr seht es quasi da. Und dann werdet ihr das Gewinnspiel auf jeden Fall nicht verpassen. Wird auf jeden Fall cool. Und wird euch auch mal einen Einblick davon geben, wie viele verschiedene Anton Spezialspoons es da gibt. Das Foto ist nämlich krass, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist, sind immer, wenn eine neue Farbe kreiert worden ist oder wenn wir Dinge getestet worden sind, gab es einen Spoon eben für diese Kiste. Dort ist quasi von jedem was drin und inzwischen ist es ein riesiger Haufen und ihr müsst quasi raten, wie viele es sind. Es sind einige. So viel kann ich schon mal verraten. Zipselt meine Hunde hier die ganze Zeit durchs. Alter, geh mal auf deinen Platz. Los. Geh mal auf deinen Platz. Zipselt hier schon die ganze Zeit durch die Gegend. Henning Rosin hat nochmal rein abonniert. Und zwar für Juli. Katsching. Vielen lieben Dank, mein lieber Henning. Hammermäßig. Dankeschön. So, aber jetzt genug der Ankündigungen. Ich würde sagen, jetzt gucken wir erstmal durch, wer hat was wo hier im Stream gefragt, erklärt, schon was geschrieben. Ich gehe mal durch und dann gucken wir dort mal rein. Xiaomi sagt, das war ein Wochenende, war gut. Ja, war tatsächlich wirklich gut. Wir waren angeln im Kaisersberg, heißt die Anlage. War ganz schön, haben da einfach mal die Anlage getestet, war wirklich in Ordnung, aber war nicht ohne. Also war hart, war heiß, so gut wollten die Fische auch nicht, aber wird ein schönes Video geben. Ich kann euch so viel verraten vom Schaumburger Raubfischangler, der war nämlich mit mir zusammen da, wird es auch ein cooles Video geben. Checkt das, wie gesagt, gerne mal ab. Wird cool. Dann seht ihr mal so einen Tag aus zwei verschiedenen Perspektiven. Und hat Spaß gemacht, war aber wie gesagt auch hart, hart am Limit.
Chrisar fragt, wo es eine Spitze für die Excalibur herbekommst. Ja, gibt es bei... es gibt einige, die online haben. Ich meine, Forellenfischen.de müssten die noch da haben. Ich würde den Easy aber auch mal anhauen, weil Easy hat auch einen ganz guten Draht zur FTM. Den würde ich fragen. Der kann auf jeden Fall, denke ich, dran kommen. Der wird die noch nicht lagernd haben, aber sollte ein paar Tage dauern, denke ich. Dann gibt es noch... es gibt noch einen Laden, der die hat. Online. Aber sonst vom Prinzip her, jeder Händler, der auch FTM hat, der wird hier die bestellen können für die Excalibur. So, und Alex, dein Timer stand nicht, sondern ich habe den Timer quasi immer ein Stück nach hinten setzen müssen, da ich einen Anruf, wie gesagt, von der Arbeit bekommen habe. Deswegen ging es ein Stück immer wieder weiter nach vorne. Die Zeit lief quasi nicht komplett runter. Das war heute mein Verschulden, aber wie gesagt, wenn der Chef anruft, dann muss ich da kurz mit ihm sprechen und danach geht es erst im Stream los. Xiaomi spoilert hier schon wieder ein bisschen rum. Ich verrate es euch nicht, aber es geht um den Köder, mit dem der Xiaomi ganz gut gefangen hat. Am Samstag. Und da wird es demnächst was richtig Cooles bei uns von Spoonfishing geben. Also bleibt gespannt, da kommt auf jeden Fall was richtig Schönes. So. Xiaomi sagt es, aktuell wird er erstmal ein bisschen mehr Konzentration und Zeit auf Zander, Barsch, Hecht und Bachforelle verwenden. Für Forelle ist es ihm ein bisschen zu hot. Ja, also, ich sag's mal so, wenn es warm wird, muss man echt schauen, welche Anlagen lohnen sich hinzufahren, bei welchen Anlagen lohnt es sich vorbeizuschauen, wo fängt man tatsächlich noch Fische. Ich meine, viele Anlagen stellen tatsächlich um, dass sie im Sommer dann halt Afrowelse oder Eurowelse oder Höher oder ähnliches besetzen anstatt normalen Forellen. Viele Lachsforellenteiche besetzen auch keine Lachsforellen mehr, sondern noch normale Portionsforellen, weil die meistens noch ein bisschen verkraften, die Temperaturen noch meistens ein bisschen besser als die Lachse. Und von daher muss man schon echt ein bisschen gucken. Gerade jetzt natürlich die Oberflächenmontagen spielen jetzt natürlich ihr volles Potenzial aus, ja. Entweder ganz leichte Spoons unter der Oberfläche, das geht, ganz leichte Gummiköder unter der Oberfläche, Poppler-Popper-Montagen, schwimmende Spirulinos, ja, mit einer Oberflächenmontage komplett dran oder auch auftreibende Montagen, dann wirklich ganz kurz bis unter die Oberfläche. Das funktioniert manchmal auch ganz gut, wobei ich dann eher, wenn man kurz unter der Oberfläche angelt, eben von oben runter angle. Ja, das sind alles so Sachen, die funktionieren jetzt halt eben besser, ja, und da dann ein bisschen schauen. Auch eine gute alte Hardbait, der Wobbler kann jetzt doch nochmal kräftig zuschlagen. Ich sag's mal so, ich habe am Wochenende auch einen Fisch wieder auf ein Hardbait gefangen, tatsächlich sogar auf ein Hardbait von jemandem von euch da draußen, hier bei mir aus dem Stream, der sich ein bisschen als Airbrusher, Lackierer versucht hat, hat so einen Wobbler eben lackiert, hat mir den geschickt. Ich habe den auch mal hier im Stream vorgestellt und auf den habe ich tatsächlich gefangen. Also auch Hardbaits funktionieren. Guckt da ein bisschen und wie gesagt, Forelle wird nicht einfacher, ist aber definitiv noch machbar. Ich werde natürlich vom ganzen Forellenthema natürlich nicht meine Finger lassen können und werde auch durch die Sommermonate hinweg dann auch natürlich immer mal wieder häufiger auf Forelle gehen. Aber natürlich, wenn es jetzt irgendwie 34, 35 Grad sind, wie es jetzt zu Ende der Woche angekündigt wird hier bei uns, auch da brauche ich dann nicht losgehen, ja. Ich sag mal, alles, was so 22, 23, 24, vielleicht noch 25 Grad maximal ist, ist in Ordnung. Da kann man dann wenigstens die Morgenstunden mit wegfischen. Dann sagt man, fischt irgendwie von morgens 7 oder 8 Uhr, dann wirklich bis 10, 11, 12 Uhr und fängt seine Fische, das geht. Nachmittag raus ist dann auch tot, sobald die Fische ganz oben steht. Sobald die Sonne ganz oben steht, ist dann da auch die Luft raus. Aber natürlich wird es dann auch das ein oder andere Mal für mich dann natürlich auch an Kanal gehen oder bei uns an Vereinssee oder so, selbstverständlich. Aber natürlich das ganze Forellenthema,
Das lässt mich nicht locker, ihr wisst es, das ist meine Passion und da wird es auch auf jeden Fall im Sommer für mich rund gehen. Aber jetzt starten wir demnächst erstmal mit ein paar neuen Videoserien, die wie gesagt kommen werden. Die Bellyboat-Videoreihe wird auf jeden Fall kommen. Das Video kommt zu meinem Raubfisch-Trip in Holland, den wird es geben. Und der Xiaomi angelt und ich und der Luke vom auch vom Kanal Schaumburger Raubfischangler. Wir haben uns auch schon eine interessante, coole Challenge ausgedacht, die wir demnächst mal für euch machen wollen. Bei uns am Kanal, das wird ganz interessant, hat so einen Naturschutz, Artenschutz-Hintergrund, aber auch einfach mal was Witziges, sich messen miteinander, aber auch einen praktischen Hintergrund. Mehr werde ich dazu noch nicht sagen, ihr werdet es aber sehen. Ich denke, sobald wir einen Termin haben, sobald wir das Ganze durchgezogen haben oder machen werden, genau besprochen haben, dann gibt es vielleicht auch ein paar Infos für euch und dann auch natürlich im Nachgang das Video. Aber dazu werde ich jetzt erstmal noch nichts Hundertprozentiges sagen. So, wird aber cool. Hat so auch, glaube ich, noch keiner gemacht und das wird schön. Xiaomi fragt nach Hermann Sonnenbrand. So, Bernd B., ich habe da meine Frage an alle. Aktuell liebst du ein GK G-Soul und bekomme aktuell keinen Nachschub, was die Schnur anbelangt. Was haltet ihr als Ersatz von der Favorite Arena PE oder die Varivas Avani Light Game? Die Varivas kenne ich, die ist wirklich auch vernünftig. Die Favorite Arena PE kenne ich tatsächlich nicht, muss ich dir ganz fairerweise sagen. Da kann ich dir nicht viel zu sagen, das tut mir leid. Oi, Udo Rohrbeck hat auch noch mal rein abonniert, auch schon seit 9 Monaten. Udo, mein Freund, vielen, vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Schön, dass du ja auch noch mal richtig rein abonniert hast. Danke dir. Ja, wie gesagt, Bernd, das ist nicht so einfach. Die ganzen Japan-Schnüre sind aktuell sehr schwer zu bekommen. Easy arbeitet dran, dort, ich sag mal, die Bestände wieder aufzustocken. Aber Liefertermine sind dort auch noch nicht bekannt. Sobald mir dort etwas vorliegt, werde ich dir selbstverständlich Bescheid geben. Aber aktuell weiß ich es eben nicht. Weil wie gesagt, Varivas kenne ich. Die ist ganz okay. Favorite Arena. Noch nicht gefischt. So. So. So, Benny, ich muss bei mir und manche anderen speziell die Sprengringe wechseln, weiß nur noch nicht welche. Welche Sprengringe oder welche Zange oder bei welchen Antons du die wechseln musst. Bin Montag beim Suchtberater. Ich werde mal nachfragen. Wegen Spoonhook SP31K Barbless Big Pack 110 Stück Größe 6. Ja, mal gucken, wann die wieder reinkommen. So, die Killer 90, moin moin, Meinung zu Exist 2010 meinst du wahrscheinlich, ne? Du meinst nicht die 20C. Exist ist eine Top-Rolle. Top-Rolle ist halt das Flaggschiff von Diver, ja, hammermäßige Rolle. Kostet natürlich ordentlich Kohle, ja, die Exist, bin ich auch ehrlich, das muss man sich schon leisten wollen und können, ja, aber ist eine Top-Rolle, hundertprozentig. Ich habe die jetzt 2 oder 3 Mal in der Hand gehabt, so ein bisschen Probe fischen dürfen, mal ein paar Würfe und die lief wie Butter. Wie Butter. Ist auch optisch mit einer der coolsten Rollen, die ich so kenne. Deswegen. Also da absolute Kaufempfehlung für die Exist. Die Killer. Xiaomi Angel ist denn schon eine neue Spitze geordert worden. Xiaomi.
Die Killer, weißt du, wo ich einen Rodeokraftkescher bekomme? Wahrscheinlich nur in Japan. Ich kenne jemanden, der hat so ein Teil, der hat auch schon mal ein, zwei Stück für Bekannte bestellt. Macht er allerdings nicht mehr. Das heißt, du musst wahrscheinlich selbstständig, eigenständig in Japan bestellen. Trout Shop zum Beispiel. Muss man einfach eingeben, Trout Shop Japan, also Trout Shop JP, das ist so das Üblichste, wo die meisten Leute tatsächlich bestellen. Ich bin zwar immer ein Riesenfreund davon, Dinge in Deutschland beim heimischen Händler zu bestellen, wie bei Easy oder vielen anderen Shops in Deutschland, aber gerade das sind so exotische Sachen, die kriegst du halt hier nicht vernünftig und da kommt auch irgendwie keiner vernünftig ran. Deswegen, da wird dir nichts anderes übrig bleiben, als wenn du unbedingt eine Rodeokraft haben willst, über Trout Shop zu gehen. Hermann, weiß einer, was eine Abo-Eradicator-Spitze kostet? Ich schätze, eine Eradicator-Spitze wird 150 bis 200 Tacken kosten. Ernsthaft jetzt. Also die wird schon gut Geld kosten. Dotklet 10 kann man easy auf Instagram oder Facebook erreichen. Ja, kannst du tatsächlich. Ich kann es dir gerade mal zeigen, wie der easy dort heißt. Den kannst du ganz normal anschreiben. Kündchen. Aber Tipp, Dotklet 10, den ich dir geben kann. Am einfachsten ist es tatsächlich, wenn du im Laden anrufst. Easy geht häufig, fast immer selbst ans Telefon. Den Tipp kann ich dir nur geben. So kriegst du eigentlich immer am schnellsten das, was du brauchst. Aber auch hier, ich guck mal eben, dass ich das Profil zeige. Das hier ist tatsächlich das Profil vom Easy hier. Ja, also einfach mal nach dem Namen suchen mit dem Profilbild ASB-Tackle. Dort kannst du ihn halt erreichen bei Facebook. Aber wie gesagt, ich kann dir nur den Tipp geben, ruf im Laden an. Das ist in vielen Bereichen einfacher. Du hast direkt an der Strippe, kannst eine Frage stellen oder wenn du Informationen brauchst, das direkt telefonisch äußern, das ist meistens immer das Einfachste. Wenn du ihm was gerne schreiben möchtest und sagst, nee, Telefon ist nicht so meins, dann wie gesagt, Profil habe ich dir gerade gezeigt. Instagram funktioniert nicht so gut, Facebook funktioniert dagegen tatsächlich gut. Musst aber mit ein bisschen Wartezeit tatsächlich rechnen. Ja? Weil der Easy kriegt auch, ähnlich wie ich, sehr viele Anfragen und dann kann es mal ein bisschen dauern, bis er zurückschreibt. Udo ist am Start. Wisst ihr, Udo ist operiert worden. Udo ist quasi gelasert worden an den Augen. Deswegen, Udo, ich finde es megamäßig, dass du heute am Start bist, dass du dabei bist und bei uns mit im Stream bist. Im Übrigen, für die, die es noch nicht gesehen haben, ja, das hat der Udo nämlich auch gepostet bei Instagram. Aber eben, ich kann es euch mal zeigen. Und zwar hat Udo es getan. Udo hat sich eine Liegenrute gekauft. Schönes Teil. Und ja, Udo ist jetzt eben auch unter die Fliegenfischer gegangen, will da ein bisschen was probieren. Deswegen. Wer Udo noch nicht folgen sollte oder mir noch nicht folgen, Leute, sollte Instagram, dort kriegt ihr meistens immer noch mal zusätzliche Informationen. Viele Dinge, die wir so in den Videos gar nicht nennen oder bei Facebook gar nicht veröffentlichen, die kriegt ihr dann tatsächlich bei Instagram über Stories, über Videos, die wir dort auch veröffentlichen, über Beiträge, die dort geschaltet werden. Also checkt das gerne mal ab. Wie gesagt, Udo Rohrbeck in diesem Fall. Guckt euch das mal an. Udus unterstrich Forellen unterstrich Area. Bei mir Max Troutfishing. Ein Wort. Checkt das ab. Folgen. Gibt Infos. So. Prisa, kann mir nun jemand sagen, wo ich eine Spitze für eine Excalibur bekomme? Habe ich dir vorhin doch schon gesagt. Easy anrufen. Easy hat auch einen Vertreter von FTM, der dürfte drankommen. Alternativ forellenfischen.de. Und es gibt noch einen Shop, den ich online dafür mal gefunden habe. Musst du einfach nur eingeben, Excalibur Ersatzspitze. Ich krieg's nicht mehr auf den Schirm, wer das war. Der dritte Shop. Und da kriegst du auf jeden Fall weg. Das gehört aber eben nicht zum Standardprogramm. Das heißt, es muss fast immer bestellt werden. Und in den seltensten Fällen
haben die Leute tatsächlich diese Spitzen auch im Online-Shop. Das heißt, du musst eh anrufen, fragen, Leute, kommt da dran, dann dort wahrscheinlich per Rechnung oder per Überweisung oder weiß der Kuckuck was bezahlen und dann schicken die dir das Ganze zu. So, Dotplatz 10 ist der Laden in Aachen, ja, oder? Ja, näher Aachen, Baesweiler. Baesweiler, das ist so 15 Minuten, hätte ich gesagt, 20 Minuten von Aachen ungefähr. Das ist ein Vorort von Aachen, kannst du sagen. Das ist der Shop und ja. Die Keller 90 fragt, kann man bei Trout Shop irgendwo umstellen auf Englisch? Nee, du musst per Google Chrome reingehen und in Google Chrome hast du oben automatisch so eine Übersetzerfunktion drin. Dort kannst du umstellen von Japanisch auf Deutsch oder von Japanisch auf Englisch. Dann schreibt er dir quasi die gesamte Seite um auf Deutsch bzw. Englisch und dann funktioniert es. Also, das so als Tipp, Google Chrome. So. Bezahlung mit PayPal möglich? Ja. Kannst du mit PayPal zahlen. So, Holgieben, welche Haken sind zum Austausch beim Anton Spezial geeignet? So, das lässt sich auch relativ schnell zeigen und beantworten. Ich zeige dir mal eben, welche ich dort habe, welche ich dort fische. Müssen allerdings gucken, ob die noch verfügbar sind, weil ihr kauft und kauft und kauft wie die Verrückten. Und es ist nicht einfach. Wir haben schon eine Riesenbestellung gemacht an Haken. Aber irgendwie, ihr Verrückten, kauft die trotzdem ratzfatz leer. So, gucken wir mal eben rein. So, zeige ich dir. Das hier sind tatsächlich die Haken, die ich fische. Nicht verwundern lassen. Hier auf der Abbildung ist eine Größe 5 drauf. Ist keine Größe 5. SP31 Zero Barbless Größe 6. Größe 6 ist die Größe, die du für einen Anton Spezial nehmen solltest. 16 Stück in der Packung, 8,99 kosten. Die sind mit Abstand die besten Haken, die du kriegen kannst, kaufen kannst. Kommen von Vanfork, sind aus dem Japan-Programm, kommen sogar aus Japan, sind eben nicht nur aus dem Programm und sind dann irgendwie, ne? Sondern das sind tatsächlich Direktimporte für uns aus Japan. Die hat in Deutschland so meines Wissens nach noch gar kein anderer Shop. Das sind die Haken, die ich schon jetzt knapp 2 Jahre lang fische, super mit zufrieden bin, die hundertprozentig laufen, die nochmal eine spezielle Teflonbeschichtung außenrum haben, sodass der, man sagt, dass der, ja, das, wie soll man das auf Deutsch nennen? Die Eindringwirkung, so möchte, würde ich es mal übersetzen wollen, ist höher. Das bedeutet, der Haken kann noch einfacher eben ins Fischmaul eindringen oder eine Lippe oder weiß der Kuckuck was, vielleicht sogar einen Knochen durchstoßen und der Fisch hängt sauber, weil die relativ dünn sind, nicht zu dünn. Du kannst da ohne Probleme Lachsforellen mit angeln und so weiter, sind aber halt einen Tacken dünner als die europäischen Haken, was gar kein Problem ist. Also wie gesagt, die halten super, die Haken. Da ist noch kein einziger Haken aufgebogen, abgebrochen oder sonst was. Und ich habe schon einige große Fische mit den Haken gefangen. Und wie gesagt, durch diese Beschichtung geht der Haken sofort rein, seid da auf jeden Fall vorsichtig. Der geht auch gut und schnell in Finger. So viel kann ich euch verraten. Hat er schon einige im Finger stecken. Mega mäßige Haken. Die solltest du kaufen. Wieder hakenlos natürlich. Ihr wisst es, was anderes kommt mir eh nicht in die Tüte. Und die solltest du dir auf jeden Fall gönnen. So. So, wenn ich frage, Max, hast du bei mir auf Facebook gesehen, mein Anton Spezial, was ich gekauft habe? Und habe ein Anton Spezial-Shirt. Absolut habe ich das gesehen, Benny. Fast jeden Post von dir, wo du wieder eingekauft hast, sehe ich. Und kommt immer relativ viel Content von dir. Ist ja relativ fleißig beim Einkaufen. Krisa. Habe ich verpasst, sorry. Lütten gerade. Ja, wach geworden. Ja, kenne ich. Bei mir kümmert sich gerade die bessere Hälfte drum. Ja. Ja. Habe ich den Vorteil, wenigstens für den Stream so ein bisschen Ruhe zu haben.
So. Ja, ich habe es am Dienstag gesehen. Kein Fisch wollte mehr ans Band gehen. Aber mit der Fliege ging noch was. Also habe ich mir gesagt, lernst du doch nochmal was Neues und kaufst dir auch selbst eine Fliegenrute. Warum nicht, kann ich euch sagen. Warum nicht? Der Xiaomi angelt tatsächlich auch mit der Fliege. Der Philipp, mit dem ich jetzt an der Ruhr auch unterwegs war und den ich, wie gesagt, beim Angeln kennengelernt habe am Siegsee, der ist auch begeisterter Fliegenfischer, auch sehr viel mit der Fliege unterwegs. Also, na, viele, die momentan und mit der Fliege unterwegs sind und auch gute Erfahrungen mit haben. So, Krisa TX melde ich mich bei Easy mal. Macht das Krisa, wie gesagt, am einfachsten immer anrufen. Ruft im Laden direkt an. Ihr habt den Easy dann dran. Das hört ihr dann auch schon sofort. Wenn nicht, fragt er einmal: Hallo, ist der Easy zu sprechen? Und dann wird er schon sagen: Der ist am Telefon oder Moment, ich hole ihn gerade mal. Und dann, ja, könnt ihr auch gerne sagen: Ihr kommt bei mir hier aus dem Stream. Ja, ich habe folgende Frage oder ich brauche folgendes. Und dann wird euch da geholfen. So viel kann ich verraten. So, Micha 5458 Frage: Warst du schon mal im Angelpark Quellental, wo du am Samstag da angeln gehen? Wenn ja, hast du eine Empfehlung? Tatsächlich noch nicht, Micha. Der Angelpark Quellental steht noch auf meiner Liste von Anlagen, die ich mir ganz gerne mal anschauen möchte. Bisher war ich allerdings noch nicht dort. Leider noch nicht, weil ist auch nicht meine Ecke, in der ich so häufig bin. Und in der letzten Zeit, wie gesagt, war ich bei anderen Anlagen. Ja. Auch nicht so einfach. Ja, was steht bei mir noch an? Lernen, lernen, lernen. Letztes Mal wurde es ja richtig erraten. Ich mache ja gerade den Bootsführerschein Binnen- und See, dass ich also demnächst auf den ganzen Flüssen, Kanälen, Seen in Deutschland mit dem Boot durch die Gegend schippern darf. Mit oben auf dem PS, also auch mit richtig Dampf dürfte ich dann fahren. Aber auch in der Nordsee, Ostsee. Auf internationalen, grundsätzlich überall, ne, dürfte ich dann fahren, rund um die Welt. Es gibt dann kein Gewässer quasi mit Ausnahme des Bodens, nee, Quatsch, des Bodensees. Nur auf dem Bodensee dürfte ich nicht fahren, sonst dürfte ich tatsächlich überall fahren auf der Welt und ja, wird schön, denke ich. Wird schön. Da muss ich fleißig noch für lernen, habe morgen früh einen Corona-Test, habe dann morgen Mittag einen Termin beim Arzt, der meine geistige und körperliche Verfassung einschätzen muss und mich bestätigt hoffentlich, dass ich einen Bootsführerschein machen darf. Und dann morgen Abend muss ich dann von Bielefeld, also erstmal morgen früh in Bielefeld den Test. Danach um, wie gesagt, mittags einen Termin in Schloss Holte-Stukenbock, 30 Kilometer in die eine Richtung knallen, zum Arzt, 30 Kilometer wieder zurück nach Bielefeld, arbeiten. Abends dann von Bielefeld nach Dortmund knallen, in eine Bootsfahrschule, dort die ersten beiden Fahrstunden machen. Dafür ist der Corona-Test auch. Und dann um 20 Uhr, also es geht 2 Stunden insgesamt, um 20 Uhr dann wieder ins Auto und wieder von Dortmund nach Bielefeld knallen, um dann noch weiter zu lernen, noch ein bisschen zu arbeiten dann abends. Und dann ab in der Kiste und Freitag lernen und arbeiten. Samstag werde ich dann, und nee, Freitagabend wird dann meine Freundin gegen Corona nochmal geimpft, das zweite Mal. Samstag werde ich dann gegen Corona geimpft. Dann werden wir wahrscheinlich beide wieder platt sein, das letzte Mal auch, aber diesmal wohl noch ein bisschen heftiger. Und dann nächste Woche Montag, Dienstag, Mittwoch noch arbeiten, danach Urlaub. Donnerstag die nächsten beiden Fahrstunden für den Führerschein und dann Freitag, ja, ist klar, ne? Mittwoch, Donnerstag, Freitag lernen. Samstag 2 Theorieprüfungen, nämlich Theorieprüfung Binnen und See und danach dann die praktische Prüfung für den Bootsführerschein. Und dann fahre ich hoffentlich am Samstagabend nach 5, 6 Stunden Prüfungsmarathon aus Dortmund nach Hause und habe das Ding in der Tasche oder beide Führerscheine in der Tasche. Das wird so die nächste Woche sein. Und dann mal gucken, danach die Woche stehen die Chancen relativ gut, dass ich eventuell noch zum Easy fahre. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ja, das ist das, was noch so ansteht. Stressig, 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 aber hoffentlich wird alles gut. Wollen wir mal gucken. Und dann geht es auch schon los, neuer Job. Es wird spannend. Ja, ihr Lieben, das sind so die nächsten Pläne für die nächsten Tage und Wochen. Nur damit ihr Bescheid wisst.
Es wird noch anstrengend. Viel zu tun. Ja. Wie sieht es so bei euch aus? Was sind so eure Pläne mit Angeln, mit Tackle kaufen oder auch privater Natur, Dinge, die ihr noch tun müsst, wollt? Das würde mich auch mal so interessieren. Matti, das müssen wir gucken. Es kann sein, dass ich das ausfallen lasse. Weil du hast es gesagt, letztes Vorrundenspiel. Ich bin ehrlich, mich interessiert es schon ein bisschen. Ich bin jetzt nicht so extrem fußballaffin, aber natürlich zur EM oder WM kann man sich auch mal Fußball gönnen, ja. Aber sonst bin ich jetzt nicht so jemand, der jeden Samstag da irgendwie guckt. Aber ja, ich denke, da werden wir den Stream ausfallen lassen nächsten Mittwoch. Aufgrund des Vorrundenspiels. Dann mal gucken, dass hoffentlich die Spiele danach, jetzt musste ich auch noch mal gerade gucken, ach du liebes Lieschen. Weil die Termine da sind. Nicht, dass wir noch mehr Spiele haben, die da irgendwie, nicht noch mehr Streams haben, die ausfallen. Aber es sieht gut aus. Nee, danach fällt nichts mehr aus. Doch, vielleicht. Ah, vielleicht fällt noch aufgrund des Halbfinales eins aus. Je nachdem, wie weit die Deutschen kommen. Ne? Je nachdem, wie weit die Deutschen kommen. Aber das wäre der 7.7. Das wäre zu der Worst Case. Also am 30. ist nichts, zumindest laut Spielplan. Da ist ein Tag Pause und am 7.7. theoretisch könnte was sein, aber das sehen wir ja dann, wie die Deutschen so spielen und ob sie es denn schaffen. Ich bin mal gespannt. Bald geht 10 Tage in die Berge mit der Family. Bin froh, dass es klappt und wir endlich was anderes mal sehen. Ja, kann ich verstehen. Wäre ich auch tatsächlich mal froh, aber leider sind unsere Urlaubspläne ja zunichte gemacht. Aufgrund meiner beruflichen Situation noch aktuell. Dort haben wir nicht wirklich die Möglichkeit, Urlaub zu machen. Ich denke, das Ganze werden wir dann nachholen im Herbst, beziehungsweise im Winter dann hoffentlich. Ja, müssen wir mal gucken. Das ist aktuell, wie gesagt, eigentlich hätte ich jetzt schon ja, über eine Woche Urlaub. Eigentlich. Und bis zum 1.7. Urlaub durchgehend. Aber nö. Nehmen wir es mal so. Aber nö. Ich darf noch ein bisschen arbeiten. Wie gesagt, zu sehr will ich da nicht ins Detail gehen. Aber ja. Morgen geht es auf die Wiese zum Werfen üben und dann die Tage mal ans Wasser und versuchen, mit einem Fisch mit der Fliege zu fangen. Ansonsten kommt meine Bestellung von Easy die Tage und dann habe ich meine Rollen. Alle mit Nobs versehen. Und alles Fehlen ist dann auch da. Udo, ein paar Baitcast-Kombos musst du eigentlich mal versuchen. Also wenn du jetzt anfängst so mit exotischeren Angelmethoden, dann auf jeden Fall das Baitcasten. Das kann ich dir nur empfehlen. Wenn du mal wirklich was Exotisches haben möchtest, eine ganz neue Erfahrung haben willst, dann Baitcast ein bisschen. Da ist der Schaumburger Raubfischangler hier, unser Schaumi Angelt, der ist da auch ein Riesenfan von und das kann ich dir sagen, das ist hochinteressant. Oh, und Fishing Dennis sagt, eine Videoempfehlung, das erste Video von Dänemark-Trip kommt am 27.06. mit einem sehr bekannten dänischen Angler von Fish Innovations. Ja, bin ich ja mal gespannt, was da so abging bei dir, mein lieber Dennis. Ich bin auf jeden Fall ganz gespannt, was du da gezaubert hast in Dänemark. Wir werden sehen. Dido ist gerade am Wasser, schauen, ob Aal geht. Ey, Leute, ich wäre so gerne am Wasser jetzt. Aber nö, wie gesagt, bis vorhin noch gearbeitet. Gleich wieder arbeiten und ich freue mich. Ich freue mich. Jo, Dido, knall auf jeden Fall was raus. Wünsche dir ganz, ganz viel Glück.
Auf jeden Fall, was rot's. So Leute, Fragen, Anregungen, Dinge, die ihr noch wissen müsst, braucht. Würde sagen, so 10 Minuten machen wir auf jeden Fall noch und dann ich sagen, 10 Minütchen machen wir noch und dann mache ich dafür heute auch einen Haken dran. Wie gesagt, ich habe im Minimum noch 2 bis 3 Stunden Arbeit vor mir heute. Aber Udo sagt's wunderbar. Ja, Max, wenn das mit der Fliege klappt oder nicht klappt, kommt als nächstes dann die Baitcaster. Aber immer eins nach dem anderen. Und da, mein lieber Udo, das ist eine recht kostspielige Angelegenheit. Bei Baitcasten ist es wirklich tatsächlich so, wer billig kauft, kauft zweimal. Wie bei allen Dingen eigentlich, aber das ist ganz massiv so, wenn du da echt nicht Tackle hast, mit dem du vernünftig werfen kann, dann nachher aufgrund von einer schlechten Verarbeitung, einer schlechten Qualität der Rollen, dann ist es nicht angenehm. So viel kann ich dir verraten. Also Backlashes und so weiter. Ja. Ha, oh, du sagst schon. Schauen wir mal, wenn du mal Luft hast, damit wir einen Termin zum Stippen finden. Ja, auf jeden Fall. Irgendwas in der Art jetzt im Sommer werden wir auf jeden Fall schaffen. Da ist ja der Udo wieder in seinem Element. Der ist ja Jahrzehnte, hätte ich schon fast gesagt, Stippangler. Und ich habe auf jeden Fall gesagt, für den einen oder anderen, für das ein oder andere Video, da möchte ich aber wie gesagt auch noch nicht näher drauf eingehen, wird es auf jeden Fall nochmal irgendwo an den See gehen müssen. Und dann werden wir mal keine Raubfische und keine Forellen fangen, sondern vielleicht ein paar andere Fische. Das wollen wir mal gucken. Super interessant. Ja, Benny ist voll im Fußballfieber, ne? Der ist irgendwie nur am Fußball gucken. Belgien gegen Dänemark und so weiter. Bin ich ehrlich, verschlägt mich momentan nicht so wirklich. Weiß nicht, mich hat dieses ganze EM-Ding irgendwie nicht gecatcht dieses Jahr. Weiß ich nicht. Weiß nicht warum, auch sonst so EM oder WM. Die Leute sind alle mit schwarz-rot-goldenen Flaggen rumgerannt, mit allem Zip, Zip und Zap, ja. Und in der letzten Zeit irgendwie nix. Also, bei uns hier in Bielefeld habe ich noch nicht ein Auto groß gesehen damit. Sehr, sehr wenig. Deswegen, mich hat es auch irgendwie nicht so gepackt. Also, wie gesagt, jetzt die Spiele der Deutschen gucke ich mir an, aber das war's. Aber sonst mal die Jahre, ne? Man hat immer mal wieder abends reingesäppt, geguckt, was geht so und aber jetzt gar nichts, ne? Ja, Dido, wie gesagt, Fiedern. Also vom Prinzip ist das nicht so. Ich habe es noch nicht probiert. Fiedern und Stippen, das ist. Habe ich halt nie Berührungspunkte zu gehabt. Ich habe ja auch nicht diesen typischen Werdegang wie viele andere. Viele sind dann ja wirklich in der Jugend schon im Verein gewesen, weil die Eltern irgendwie oder der Opa dann mit drin war und dann wurde irgendwie gefiedert am Anfang. Dann haben die auch schon teilweise Meisterschaften mitgefischt und danach sind sie vielleicht zum Stippen rüber und. Und irgendwann sind die so langsam ans Forellen und Raubfischangeln so ein bisschen gekommen. Ich bin ja wirklich direkt schnurstrack in die Forellenrichtung rüber. Die ganzen Fiedergeschichten oder Stippgeschichten, die andere halt mit jungen Jahren gesammelt haben, die habe ich ja gar nicht so. Jetzt heute, ich weiß jetzt nicht, ob es mich so reizt. Ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Zumindest jetzt mal, wie gesagt, da werde ich ja wahrscheinlich eh zugenötigt vom Udo zum Stippen. Wir das Ganze mal probiert und dann werden wir das mal gucken. Stimmt, wird man als einen, das, den einen oder anderen Fisch fangen, hoffentlich. Aber auch da, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber das wird alles nur Mittel zum Zweck sein, diese ganze Stipp- und Federgeschichte. Ja, so viel dazu. Udo sagt, ich brauche den Fußball auch nicht, lieber schön ans Wasser gehen und den Fischen nachstellen. Ja. Das schon, aber wie gesagt, da komme ich auch nicht zu. Und wie gesagt, mich eigentlich sonst gucke ich ja immer zu WM und EM an. Viel. Nicht alles, aber schon mal häufiger rein. Das kannst du jetzt aber vergessen. Wie gesagt, hat mich halt einfach nicht gecatcht so, ne?
Und guck, Udo zeigt mir hier die ganzen Feeder-Tricks. Bin ich ja mal gespannt. Oh Mann, Benny hat ein bisschen zu viel Freizeit. Benny hat fast jedes Spiel gesehen. Verrückt. Benny, ey. Ja, wie gesagt, ne? Also da wird ein bisschen was kommen. Das wird jetzt nicht mein Steckenpferd sein. Nein, das wird auch nicht was sein, was ich irgendwie als festen Videoinhalt wahrscheinlich mitplanen. Das wird ein bisschen Mittel zum Zweck sein, mal so ein bisschen was ausprobieren. Ich sag mal, meinen persönlichen Horizont so ein bisschen erweitern, mal Dinge testen, ja, die ich so vielleicht vorher noch nicht gemacht habe, aber wie gesagt, auch da nur Mittel zum Zweck. So, ihr Lieben, wie gesagt, heute muss es mal ein bisschen schneller gehen, heute muss es tatsächlich mal ein bisschen eher enden. Es tut mir wahnsinnig leid, aber an der Stelle muss es leider für heute aufhören, leider. Wie gesagt, ein bisschen was muss ich noch tun. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich hoffe, dass es ab nächster Woche ein bisschen besser wird, dass wir uns ein bisschen mehr gemeinsame Zeit abends nehmen können. Ich danke allen, die heute dabei waren. Ich danke allen, die heute rein abonniert haben, im Chat aktiv waren, einfach nur so zugeschaut haben, Bits gespendet haben und ähnliches. Ja, fühlt euch alle von mir virtuell Corona-konform gedrückt. Ich danke euch für alles, für euren Support, eure Unterstützung. Wünsche euch hoffentlich eine gesunde und hoffentlich geile Woche mit ganz, ganz viel Fisch am Band, ganz, ganz viel Angelei. Hoffentlich noch ein bisschen Daumen drücken im Fußball und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Mittwoch 20 Uhr Max Trout Fishing Zeit. Danke, macht's gut, euch eine schöne Woche, bis denn, euer Max. Ciao, ciao.